Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3, ja, mittlerweile die 20. Folge. Und irgendwie sind wir, glaube ich, nicht da, wo wir aufgehört hatten. Wir hatten in einem Laden aufgehört. Ich glaube, in dem hier vorne. Und ich möchte noch mal kurz reingehen. Denn ich habe es nicht mal alles in Erinnerung, obwohl ich gestern es aufgenommen habe. So, jetzt können wir die Tür erst öffnen. Wir konnten uns ja andere Ruben kaufen, so wie ich das in Erinnerung habe. Was schwebt euch vor? So, wobei wir können erstmal gucken. Keine Gegenstände, alles klar. Waren wir nicht erst irgendwann jagen? Naja, mal sehen, das ist anscheinend alles neu. Ja, wir haben aber nur 650 Pfund. Das wird uns wohl kaum helfen. Stumpfe Waffen ist eigentlich nicht so. Kleine Waffen, vielleicht da was von. Wobei unser Tomahawk, das haben wir ja. Das reicht auch eigentlich noch vollkommen aus. Schwere Waffen. Hessische Axt oder französisches Enterbeil. Guck mal, das ist nicht Feuerwaffen, haben wir auch erstmal. Verbrauchsmaterial. Karten. Achso, ja, da sind dann die ganzen Truhen und Federn alles eingezeichnet. Klunkerkarte 3000. Okay. So, Montur, was gibt's denn hier? Bostmontur. Eine braune Montur mit rotem Akzenten, hergestellt von einem Bostoner Schneider. Jamestown Montur. Eine weiße Montur mit rotem Akzent, hergestellt von einem Schneider aus Jamestown. Charleston Montur. Eine dunkelblaue Montur mit Lederakzenten, hergestellt von einem Schneider aus Charleston, doch. Und die Assassin-Montur, die haben wir schon. Wurde nach Beendigung von Sequenz 5 verliehen. Genau, die hatten wir ja schon. Wir könnten uns rein theoretisch diese hier kaufen. Die rote. Braun mit rot klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Weiß mit rot auch nicht. Ist aber etwas zu teuer. Aber ich würde sagen, wir behalten die erstmal. Schade, dass man die jetzt nicht direkt sehen kann. Wie es ja eigentlich üblich war. Aber wir verlassen erstmal das Gebäude wieder. Gut, was können wir alles machen? Dann kurz den Sound ein bisschen lauter drehen. So. Oh. Ja, das war ja dieses Gebiet, genau, Gebietsdingens. So, hier ist unsere Mission. Wir waren aber letztes Mal waren wir irgendwo hier oben, oder nicht? Na gut, egal, dann gehen wir jetzt nach da. Ach nee, wir wollten nach da oben, aber dann haben wir unterwegs schon so einen Laden gesehen. Alles klar, dann gehen wir zur nächsten Mission. Moment, aber wie viel Bogen hat sich wieder aufgefüllt oder hatten wir da noch so viel? Da nicht weniger. Keine Ahnung, aber die Pfeile scheinen sich nicht danach nachzuladen. Ne, das sind immer noch vier. Ja gut, dann gucken wir mal. Pferd brauchen wir vorerst nicht. Erstmal hier direkt weiter. Und irgendwie müsste hier noch ein Aussichtspunkt sein. Ich guck gerade nochmal. Ja, eigentlich schon, aber hier wird keiner angezeigt, weil hier ist alles ja, der Bereich ist ja noch nicht aufgedeckt. Aber es scheint keinen zu geben, keine Ahnung warum, vielleicht gibt es den erst später im Spiel. Bist du da, Freundchen? Und wir machen erstmal die nächste Mission weiter. Gucken, was uns erwartet. Stefan, was ist los? Wo ist Sam Adams? Wen kümmert's? Ich wurde beraubt! Ich brachte meine Wertsachen hierher und dann kommt jemand und beklaut mich! Wo willst du denn hin? Mir wiederholen, was rechtmäßig meins ist! Aha. Stefan Chapeau müssen wir beschützen. Der greift die doch jetzt nicht an, oder? Oh! Regarde! Ein paar jämmerliche Rotröcke warten auf eine Abreibung! Schlag ich auch noch das Gesicht rot, Krapühn! So. Gut, am besten fangen wir schon früher an, die abzufangen. Bastarde nahmen mir meinen Vater in Kanada und nun nehmen sie meinen Besitz hier! Oh, es reicht! Aha. Alles klar, der Typ ist richtig sauer. Besten fangen wir die ganzen Wachen schon früh ab. Du kannst das von jedem gar nicht gut beobachtet haben.
Oh, die da vorne. Eine offene Revolution sozusagen. Gehen wir da hin oder gehen wir vorher ab? Wir sind keine Briten. Wir gehören nicht dem König. Wir sind frei. Doch der König schubst uns mit seinen Rotröcken herum. Sie sind nicht unsere Herren. Das ist unsere Stadt. Zeigen wir ihnen das auch. Es ist Zeit zu kämpfen. Ja, du tust ja doch nichts. Das habt ihr hundertmal verdient. Bitte, halte ein und höre mich bitte an. Ich habe lange genug zugehört. Die kommen in mein Haus und nehmen meine Sachen. Ich werde mich rächen. Der Verantwortliche wird dafür büßen. Und seine Freunde auch. Ich war zu lange ein friedlicher Mann. Lernt meinen Zorn kennen. Ja, ich glaube, das tun wir gerade. Hey, suchst du Streit, Engländer? Ich gebe dir, was du suchst. Wer sich so ist ein Spielzeug. Bastarde. Na, wir können übrigens keinen Kindheitsgrad bekommen. Das ist irgendwie für die Mission nicht möglich. Guck dir das mal an, der ist ein einfacher Mann und wir sind hier mit so einer coolen Robe unterwegs. Hey, Rotröcke! Euer König ist... Ich kann den Engländern nicht entkommen. Sie vertrieben mich. Ich fand eine neue Heimat. Und auch die wollen sie mir nehmen. Hey, warte auf uns. Genauso! Auf sie! Ein bisschen Leben verloren. Aber das geht noch klar. Oh ne, da kommt die nächste Patrouille. Da ist er! Zu langsam! Was ist das denn? Lasst sie leiden! Boah, war das knapp! Unrecht ankämpfen, aber doch bitte nicht so! Boah, war das knapp mit dem offenen Konflikt. Da hat mir noch eine Sekunde übrig. Hier ist gar nichts passiert. Ich soll den Bogen wieder wegstecken. Zum Glück geht er da vorne nicht lang. Wir sind wieder wach, aber wahrscheinlich auf dem Dach. Hoffe ich doch mal. Ja, das Gute ist sowieso, dass er sich kaum werden kann und wir hier alles für ihn richten müssen. Hier schlage ich auch noch das Gesicht rund. So. Hier können wir mal eben kurz noch plündern. So. Zerstört? Du blöder Bastard! Soll ich deiner Meinung nach Johnson sagen, sein Tee hätte sich spontan selbst entzündet? Unsinn! Jemand ist dafür verantwortlich und du wirst herausfinden, wer! Und versagst du, weide ich dich aus und finde einen anderen, der es kann! Was nun? Ein Fenster öffnen. LW drückst, um das Assassinenrad zu öffnen, aha. Aha. Achso, das ist... Ah, alles klar. Das ist quasi von unserem Assassinentypen da. Ziel erfassen. LW drücken, um Verbündeten aufzusenden. Aha. Wenn ihr nicht ganz zufrieden seid, dann fliegt ihr den halben Kreis. Wer zur Hölle bist du? Oh mein Gott. Warum? Du hast kein Recht, die Leute zu berauben. Ob das Parlament zustimmt oder nicht. Britisches Parlament? Ich arbeite für William Johnson. Johnson? Beende seine Qualen anständig. Bitte. Oh, der ist sauer. Die Leute haben scheinbar ein Ohr für dich. Was ist mit deinem Besitz? Die Leute hören mir nur zu, weil ich die Wahrheit spreche. Deutlich.
Und das ist 1000-mal mehr wert als der Inhalt meiner Truhe. Sollen's die Briten doch behalten. Du hast dich heute bewährt. Ich sagte vorhin, ich gebe dir ein Ale aus, wenn du mir hilfst. Statt des Biers biete ich dir Gefolgschaft. So du willst. Deine Hilfe ist willkommen und ich danke dir. Jetzt muss ich wohl zu Sam Adams. Alles klar, mal cool. Der vor Wut kocht. Alles klar. Den haben wir, glaube ich, zur vollen Synchronisation abgeschlossen. Nicht? Was war das letzte? Weiß ich gar nicht, was haben wir denn nicht gemacht? Bezirke Einfluss der Templer zu befreien. Alles klar. Also das sind dann quasi diese Art Borgia-Türme, wie es in Brother zum Beispiel war. Hier haben wir noch so eine Mission. So eine Kuriermission ist das, glaube ich. Können wir einfach mal annehmen. Vielen Dank. Die machen wir dann zwischendurch, wenn wir mal vorbeikommen. An den Leuten. Und hier ist aber noch so ein Gemischtwarenladen. Aber wir müssen mal so ein paar Leute bestehen eigentlich. Wie? Wegen der gestiegenen Zahl von Unglücksfällen verpflichtet die neue Stadt alle Hausbesitzer zu jährlichen Dachinspektionen. Jetzt hat's geklappt, aber ist das nicht lukrativ. Ja gut, dann gucken wir mal, was können wir noch machen? Wo sind wir überhaupt? Wir sind jetzt hier. Ach, da unten müssen wir. Dann können wir aber eben noch kurz diese paar Briefe hier abgeben, bevor wir die nächste Mission machen. Und es ist ziemlich schlechtes Wetter. Aber erstmal machen wir den Brief hier vorne, der ist ganz nicht dran. Warum haben wir den denn voll nicht markiert? Vielen Dank. Ja, ja, kein Ding. So, dann haben wir vorne noch einen. Was ist der da vorne? Ah, da vorne kommen wir rüber. So. Müssen wir uns nicht nass machen, obwohl es ja regnet. Danke. Kein Problem. Da vorne ist das nächste. Das nächste Ziel. Nicht das nächste Empfänger oder so. Nein, nein, ich kann Deutsch. Zumindest einigermaßen. So. Danke. Wo ist der nächste? Da ist der nächste. Da. Haben wir noch jemanden vergessen? Ich glaube nicht. Nein. Wir haben auch... Oh, das sind aber ganz schön viele hier vor allem. Mit diesen Befreiungsmissionen. Na gut, das machen wir dann, wenn wir da vorbeikommen. Strebe ich die mal an. So, einen Brief müssen wir mal übergeben. Dann haben wir diese Nebenmission. Naja, ich will nur kein Fahndungslevel haben, sonst würde ich euch alle umbringen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Nein, nein, ganz ruhig. Kannst du mich gleich sowieso nicht mehr sehen. Hast du dem nicht wehgetan? Eigentlich wollte ich mich auch festhalten, aber gut. Nö, dann nicht. So, da vorne ist der Empfänger. Ist das der da steht? Ja, alles klar. Danke sehr. Jo, kein Problem. So, dann sind wir nämlich auch direkt hier und dann können wir das direkt machen. Ne, die Eimer nach Seiten nehmen wir nicht, das wisst ihr ja. Die müssen schon direkt vor unserer Nase sein, damit wir da hingehen. Weil, dazu habe ich gerade ehrlich gesagt nicht die Lust. Ach, hier ist er ja schon, Sam Adams. Hallo. Es gibt die Teeparty, alles klar, Boston Tea Party. Was geschieht nun? Wir warten auf das Signal. Welches Signal? Mehr kann diese Versammlung nicht zur Rettung des Landes beitragen. Dieses. Guten Abend, Gentlemen. Sollen wir dann? Nein. Was ist denn los? Ich wurde den ganzen Tag von einer Verrücktheit in die nächste gerissen und habe nichts vorzuweisen. Bevor ich nun weitergehe, will ich ganz genau wissen, was ihr vorhabt. Natürlich. Zuerst begeben wir uns zu Nathaniel Bradleys Haus, um den Rest der Gruppe abzuholen. Dann gehen wir zu Griffins Wharf, betreten die Schiffe und versenken den Tee. So einfach. Einfach scheint etwas optimistisch. Kopf hoch, Connor. Denn heute Nacht sind wir alle Sieger. Die Söhne der Freiheit schicken eine Botschaft nach England und du beraubst William Johnson seiner Geldquelle. Dein Dorf ist jetzt sicher. Ich habe eine Idee.
Warum gehst du nicht voran? Dann stolpern wir nicht mehr in neue Probleme. Stimmt's? Das war gar nicht Sam Adams, das war dieser komische andere Typ. Aber na gut, egal. Gut, ich bezweifle zwar, dass wir Boston 16. Dezember 1773... Mist, mehr Wachen. Wir müssen den Zorn der Menge zu unserem Vorteil nutzen. Sag mir wie, Connor, und ich sorge dafür. Ich bezweifle zwar, dass, also nicht das Datum, sondern ich bezweifle hier diesen, dass wir, wenn wir alleine vorgehen, weniger Ärger bekommen. Wir können die irgendwie ausschalten, am besten mit unserem komischen Rekrutentypen. Gehen wir mal kurz in Deckung, nein, hier in Deckung gehen. Aha. Was? Wo, wie ist denn der jetzt hingekommen? Oh, der führt jetzt mal ins Wasser. Das bringt genauso viel, als wenn wir ihn unschädlich machen. Wieso ist dieses Symbol... Ist er gestorben? Oder wie ist das Assassinen-Symbol so durchgestrichen? Wir können es einfach sofort angeschossen haben, ne? So. Nein, du greifst es nicht an. Oh, mit der versteckten Klinge geht das auch, alles klar. So, die sind ja alle keine Probleme, ich frag mich gerade. Moment. Nee, anderes Rad. Das hier. Aufträge. Weil, ich frag mich gerade. Wo der Typ hin ist? Nein, ist mir auch reingefallen, na egal. Soldaten! Wir müssen sie in Schach halten, solange der Tee versenkt wird. Ich helfe dir. Sag, was ich tue. Der mit seinem Fleischerbeil immer. Okay, erstmal Kisten über Wasser über Bord schmeißen. Das sollten wir wohl auch noch hinkriegen. Fangen wir damit doch direkt schon mal an, bevor wir hier Probleme mit den Wachen bekommen. Nein, soll es über Wasser geschmissen, über Bord geschmissen werden, über Wasser, über Bord geschmissen werden. Hallo? Connor, bist du zu dumm, die weiter zu werfen? Nein, bist du nicht, ist alles klar. Der Impuls hier. So, lass uns mal eben kurz hier. Boah. Komm mal her, Freundchen. Da du es ja offensichtlich nicht anders willst. Müssen wir es leider auf diese Tour machen. So. Auf die andere Seite. Hier gibt's noch ein paar Truhen mit Tee. So. So, die 10 hätten wir schon mal über Bord geschmissen. Ah, hier kommt wieder eine nächste Welle.